Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid zur neuen Folge hier im Elden Ring Einsteiger Guide. Wir stehen hier vor imposanter Kulisse mit großem Glöckchen zwischen den Beinen und zwar vor Schloss Zoll. Das ist hier zu finden, auf dem Berggipfel der Riesen am nördlichen Ende dieses Gebiets und ein sehr, sehr wichtiger Ort, denn hier bekommen wir die zweite Hälfte des geheimen Medaillons von Rold, das uns zum Harligbaum bringt. Ein sehr großes, sehr optionales und sehr cooles Gebiet. Ist da auch storytechnisch sehr relevant und leicht zu verpassen, wenn man quasi hier diesen Ort nicht besucht. Allerdings möchte ich vorneweg geben, dass das ein wirklich ekelhafter Ort ist. Schloss Zoll ist ziemlich fies. Kostet viele Nerven. Aber bevor wir reingehen, machen wir es ähnlich wie bei der Schattenfestung auf Mount Gelmir. Wir reiten erstmal drum rum, denn hinten dran gibt es noch so ein paar nette Sachen einzusammeln. Also schnappt euch euer Pferd und reitet hier entlang. Hier gibt es rechts und links auch immer noch so vereinzelte Crafting-Materialien einzusammeln. Nehmt's mit, wenn ihr es braucht. Ich kümmere mich aber jetzt hier eher mal um die wirklich wichtigen Dinge, die hier hinten warten. Und zwar auf der Rückseite ist hier ein kleiner Friedhof. Wie gewohnt bekommt ihr hier vereinzelte Runencontainer. Das sind jetzt nicht gerade die besten, aber Kleinvieh macht auch Mist. Und deswegen nehmt sie mit. Stufe 5. Stufe 4. Das ist wirklich Kleinvieh. Aber immerhin hier Stufe 10. So, jetzt hier ein kleines bisschen vorsichtiger werden, denn es feiert ein Gegner seine Rückkehr, den wir gerne vergessen wollten. Und der hier wieder da ist. Die Adler sind zurück und sie sind so gemein wie eh und je und natürlich nicht allein. Also, wenn ihr Fernkämpfer seid, ballert sie vom Felsen, so wie es geht und lockt sie als Nahkämpfer einzeln an. Es ist schon knifflig genug, einzeln gegen die Burschen zu kämpfen. Schnell vom Himmel holen. Sprungattacken sind da auch immer ganz gut geeignet dafür. Du hast mich nicht gehört, nicht gesehen. Stirb. Jetzt können wir wieder aufs Pferd. Das waren nämlich die einzigen beiden hier hinten. Wie gesagt, hier überall die Schmetterlinge, die Pflanzen. Kann man mitnehmen, muss man aber nicht. Und hier, das ist der beste Fund hier hinter dem Schloss. Nicht runterfallen, sonst müsst ihr nochmal komplett ums Schloss herum. Ein Dunkelschmiedestein 8. Und schon sind wir wieder vorne am Schloss. Und können uns dann in den Innenhof begeben, wo schon die erste ekelhafte Stelle auf uns wartet. Nämlich, ihr seht es hier schon, ein Wolf mit Großsäbel, der patrouilliert. Und leider, leider ist er nicht allein. Es sind Geschwister. Und sein Geschwisterlein schläft da hinten im Eck. Und ihr solltet deswegen möglichst schnell den einen Burschen erledigen, weil der andere kommt mit der Zeit dazu. Und zu zweit machen sie euch dann ganz schön die Hölle heiß. Wenn er hier einen auf Wort macht aus Dark Souls 3, schön umkreisen und ihm in den Rücken hauen. Sprungattacken wegrollen im letzten Moment und so könnte ihm dann tatsächlich ganz gut schaden. Wenn er brüllt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sein Kollege wach wird. Also nehmt euch davor in Acht und bleibt mobil. Wenn sie beide auf euch draufdreschen, ist es eine Möglichkeit, das Schloss zu verlassen, hier raus, Richtung Ort der Gnade, denn sie verlassen den Innenhof nicht und dort könnt ihr euch dann tatsächlich in Ruhe heilen, aua, sammeln und vielleicht mit Fernkampfwaffen durchs Tor schießen. Das Gute ist, der ist schon zur Hälfte verletzt und daher nicht so eine große Gefahr wie sein Bruder. Gibt jeweils einen Dunkelschmiedestein, 7 Bestienblut und einen alten Reißzahn. Gute Belohnungen. Und, Gott sei Dank, sie respawnen nicht. Das heißt, wenn ihr jetzt hier quasi Struggles gehabt habt und eure Flaschen sind ausgegangen, könnt ihr gerne wieder hier vor die Tür den Ort der Gnade besuchen, rasten, auffrischen und mit vollen Flaschen jetzt die Burg weiter erkunden. Es gibt eigentlich einen relativ linearen Weg durch die Burg. Den zeige ich euch. Wir machen auch mal die Lampe an, weil es gibt ein paar dunkle Bereiche. Und so verlassen, wie die Burg hier scheint, ist sie nicht. Es gibt wenige Gegner, aber die sind allesamt gut platziert und stellenweise eine fiese Herausforderung. Aber dazu dann gleich mehr, wenn es soweit ist. Wir sammeln erstmal den Schmiedestein 5 ein. Und dann geht es erstmal hier an diesen Panzersperren vorbei. Wenn ihr die als Deckung nutzen wollt im Kampf gegen die beiden Löwen, könnt ihr vergessen, weil die prügeln die ganz schnell
zu Kleinholz und dienen nicht wirklich als Schutz. So. Das Ding da draußen, das macht ein Getöse mit seiner Glocke zwischen den Beinen, meine Herren. So, erstmal auf diese majestätische zentrale Treppe zulaufen, denn da liegt Krummfingermedizin. Und da vorne ist ein Aufzug, den wir von dieser Seite aus nicht aktivieren können. Das ist der Aufzug, der quasi, wenn wir ihn oben aktiviert haben, auf direktem Wege zum Boss führt. Das ist übrigens, das kann ich schon mal spoilern, auch einer der nervenaufreibenden Elemente von Schloss Soll. Dieser Zwischenboss, Miniboss, ist einer der heftigsten des Spiels, wie ich finde. Und ja, auch dazu später mehr. Erstmal hier gegen kriechendes, schleimiges Gegröße ankämpfen, die hier überall von der Decke und von den Wänden fallen und in den Ecken hängen. Keine allzu große Gefahr, aber trotzdem schnell erledigen. Die Spucke tut dann doch auch ein bisschen weh. So, nun auf das Burggemäuer drauf. Fächerdolche, wir blicken hier auf ein paar Hunde, die auf uns warten. Es gibt noch ein paar weitere fiese Geheimnisse hier. Aber zuerst einmal kommen wir zu dem nächsten gemeinen Ort, der wartet hier. Das ist ein Punkt, wo jeder beim ersten Mal verzweifelt und vielleicht sogar sein Gamepad in die Ecke pfeffert, weil hier hat From Software tief in die Trickkiste gegriffen und Gegner so positioniert, dass sie sich gegenseitig Schutz bieten und euch kaum Zeit an sie ranzukommen. Zuallererst solltet ihr mal nach da oben auf diese Treppe gucken und schauen, ob da ein Soldat steht. Manchmal tut das, manchmal nicht. Und der fängt schon hier an. Ah, jetzt kommt er, seht ihr? Fängt schon von hier an aus, Wurfbomben zu schmeißen. Kommt ihm zuvor, werft ihn platt mit allem, was ihr habt. Pfeil und Bogen, Armbrust, Magie, Pyromantien. Er hat nämlich einen richtig guten Wurfarm. Und jetzt kann ich ihn selber wahrscheinlich nicht mehr erreichen. So, auf dich habe ich gewartet. Mit denen werdet ihr es hier im ganzen Schloss zu tun bekommen. Mit diesen Geistersoldaten, die sich teleportieren können und gerne mal in euren Rücken fallen. Ziemlich gemeine Burschen. Ich werde mal ganz kurz meine Steine hier aus dem Inventar nehmen, damit wir hier schneller durch die Slots schalten können. So, jetzt bist du dran. Ich weiß, es kostet jetzt ein paar Wurfdolche, aber im Nachgang werdet ihr es mir danken, wenn der nicht da ist. Wir locken jetzt mal ein bisschen die Treppe rauf. Geduld ist hier oberste Tugend. Na komm schon. Jawohl, jetzt könnten wir ihn, glaube ich, gefahrlos erledigen. Na also. So, was ich meine mit dieser Stelle hier. Wir linsen mal ganz kurz um diese Ecke rum. Da hinten steht ein Geistersoldat, der an einer Balliste steht, die Brandpfeile schießt, die bei Aufschlag explodieren. Also doppelt Ärger machen können. Das Problem ist, dieser Bursche wird beschützt durch einen anderen Ballistentypen, und zwar direkt über meinem Kopf, über meiner Klinge, der sofort das Feuer startet, so wie ihr den Typen angreift. Wie machen wir das jetzt? Wir provozieren einen Schuss. Sagen, hallo, wir sind da. Und jetzt seht ihr mal, was passiert. Nicht nur die Pfeile selbst machen Schaden, sondern auch die Explosion. Und jetzt müssen wir das richtige Timing finden. Schön durchrennen. Weiterrennen. Ignoriert beide. Ignoriert beide und rennt einfach durch. Jetzt habt ihr nämlich einen Winkel, wo sie euch nicht erwischen. Und nun könnt ihr sie gefahrlos ausschalten. Das machen wir mit dem anderen auch noch. Wer hat hier eigentlich diese Felsen hingebaut? Hier, die Steine. Kommt man nicht drüber. So. Ihr Burschen, habt mir in meinen früheren Durchgängen oft genug die Nerven geraubt. Das ist jetzt Vergangenheit. Hier nochmal ein Blick auf den Innenhof. Es gibt hier überall auch Balkone, wie hier zum Beispiel über meinem Kopf oder auch da. Da ist allerdings nirgends irgendwo was zu finden. Der einzige Balkon, der wirklich was zu bieten hat, ist vorne bei der Kirche, aber das machen wir dann später. So. Da hinten nehmen wir auch noch mit. Schmiedestein 6. Nettes Midgame-Upgrade-Material, um 2-, 3-, 4-Waffen nachzuziehen.
Hier haben wir ein gemaltes Bild für die Item-Rätsel-Schatzsuche. Und nun kommen wir wieder hinaus. Auf den Innenhof, eine Ebene höher, bei den Hunden, die wir gerade gesehen haben. Gleich hier ist der erste. Lassen in der Regel dünne Bestienknochen fallen. Crafting-Material. Und jetzt seid vorsichtig, denn die Hunde sind nicht allein. Sie werden bewacht von einem weiteren Falken. Und dieses Mal ist es ein Falke, der Scheuklappen trägt und deswegen Feuer spuckt. Auch die kennen wir bereits aus Schloss Sturmschleier. Und sie haben nichts von ihrem Schrecken verloren, weil diese Brandsätze, die sie zünden, unglaublich wehtun und gerne mal über euren Schild hinaus explodieren. So. Jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal mich orientieren, ob ich gerade, was den Balkon angeht, nicht gelogen habe. Das war nämlich tatsächlich das Gebäude, auf dem wir gerade drauf waren. Da holen wir natürlich noch das Item, das da oben liegt. Aber erstmal hier hinten. Frostfett kann man immer brauchen. Durchwirkt eine Waffe kurzzeitig mit Frostschaden und es gibt so vereinzelte Bosse, die da extrem allergisch drauf reagieren. Ich sag nur mal Malenia zum Beispiel. Wenn ihr Struggles mit ihr habt, versucht's mal mit Frost. In Verbindung mit Blutung. Haha. Das mag die gute Dame gar nicht. Natürlich wird es zu Malenia ebenfalls noch ein Bossguide-Video geben. So, jetzt gucken wir mal, wo dieser Balkon war. Wo ist die Orientierung? Das ist der eine. Was ist die andere Seite? Nope. Da war die Treppe, also ist es hier. Heppa. Na also. Wir nehmen alles mit, auch die Sturmfalken-Axt. Direkt neben einem Sturmfalken. Das ist das Item, das ich meinte, an der Kirche hier. Sehr imposant. Ziemlich knifflig zu erreichen, aber das machen wir dann später. So wie wir dort angekommen sind. Lassen uns runterfallen. Sind jetzt, wie gesagt, eine Ebene höher im Vergleich zum Innenhof. Hier nochmal ein Blick auf die Treppe mit dem Aufzug, den wir von oben aktivieren dürfen. Und betreten jetzt hier das nächste Gebäude. Noch gefahrenlos. Aber jetzt wird es wieder lustig. Wir sehen da vorne schon ein Schimmern. Einen heiligen Ort der Gnade. Und das ist auch der Eingang in die Kirche, die wir gerade gesehen haben. Aber bewacht natürlich, ganz klar, von jeder Menge Geistersoldaten, die auftauchen, so wie wir jetzt hier raustreten. Ein erster wird da oben als Armbrustschütze stehen. Zwei weitere werden euch im Nahkampf angreifen. Also lockt sie zurück. Aus dem Zielbereich des Armbrustschützen. Einfach schön hier reinlocken. Immer darauf achten, dass sie Wege durch Teleports überbrücken können und euch so auch in den Rücken fallen. Lasst euch da nicht austricksen. Und bevor wir den Bogenschützen holen, der schon wieder weggeht, finde ich cool, hier die Treppe rauf, da schnappen wir uns noch zwei weitere Soldaten. Fallen ihnen in den Rücken, bevor sie es tun können. Der nächste ist hier. Jawohl. Goldene Rune, 10. Ja, diese ganzen Soldaten haben einen Anführer und der wartet jetzt auf uns. Das ist auch ein Teleportgeist-Soldat, der allerdings ähnlich wie seine Kollegen in Sturmschleier Windmagie beherrscht, die er durch seinen Schild auslöst und die einen gemeinen Aerial of Effect haben. Zum einen durchbrechen sie eure Haltung und lassen euch ohne Deckung dastehen, zum anderen verursachen sie ziemlich viel Schaden. Nehmt euch also davor ziemlich in Acht. Immer mobil bleiben. Es ist auch eine Möglichkeit, so wie er spawnt, an ihm vorbeizurennen und den Ort der Gnade zu aktivieren, falls euch das ein bisschen sicherer ist, statt jetzt gegen ihn zu kämpfen und im Zweifel zu scheitern und den ganzen Weg nochmal gehen zu müssen, könnt ihr durchaus ihn ein bisschen zurücklocken und jetzt demarkieren und schnell zum Ort der Gnade rennen. Aber wirklich schnell, der Bursche kann Distanzen gut und schnell überbrücken durch die Teleports. Sein Großschwert ist wuchtig, er weiß es gut einzusetzen. Greift ihn nicht an, sondern wartet auf seine Attacken und reagiert nur darauf. Versucht ihm in den Rücken zu fallen. Schwere Waffen wie mein Bluthundreißzahn können ihn ganz gut unterbrechen. Aber Backstabs sind ganz, ganz toll.
Vorsicht vor diesen Windattacken, wie erwähnt. Danach ist allerdings seine Deckung offen. Seid also auch hier ein bisschen geduldig. Provoziert es ein bisschen. Und dieselbe Schiene nochmal. Na komm. Geh mal von der Treppe weg, da lässt sich, glaube ich, leichter kämpfen, ne? Komm. Es ist wirklich ein Geduldsspiel, aber hier solltet ihr geduldig sein. Geduld oder Ungeduld ist ja durchaus eine der häufigsten Todesursachen in Elden Ring. Also spielt ein kleines bisschen mit ihm. Wartet, bis er die für euch richtige Attacke provoziert wurde. Und dann gebt ihm den Rest. Juhu. So, da wo der Bogenschütze einst stand, können wir auch noch ein Item einsammeln. Frosthauende Boli. Das ist quasi das Gegenteil von vom Frostfett. Da könnt ihr euch selber vor Frost schützen. Aber zuallererst schützen wir uns vor einem Reset vor dem Tor, indem wir hier den Ort der Gnade aktivieren. Ich raste nicht, ich habe noch genug Flaschen. Ich will jetzt nicht diese ganzen Soldaten wieder resetten und nochmal gegen sie kämpfen. Eure Entscheidung, je nachdem, wie viele Flaschen ihr verbraucht habt bis zu diesem Zeitpunkt. Es wird schon wieder Nacht. Das wäre jetzt ein Grund, tatsächlich auf Tag zu schalten. Aber ich hoffe, ihr seht es mir nach, wenn wir jetzt hier in der Dunkelheit ein bisschen weitermachen. Schmiedestein 5. Noch eine Ebene höher, aber auch hier ist nicht der Schalter für den Aufzug. Da müssen wir hier auf die oberste Ebene noch kommen. Goldene Rune 9. So, und jetzt kommt ein Bereich, den ich nie verstanden habe. Hier hinten ist ein weiterer, größerer Geistersoldat, bewacht von zwei Hunden. Und der ist auch recht schwer, weil er, ähnlich wie sein Kollege unten, Windmagie beherrscht und jetzt halt auch noch zwei Hunde mit dabei hat. Das Komische ist, warum ich es nie verstanden habe, da hinten ist nichts. Da kann man nichts einsammeln, da gibt es nichts zu finden. Kein Item, keine Belohnung, nur dieser Bursche hier, der Gott sei Dank keinen Schild hat, aber durch Verzögerungen mit seiner Hellebarde gemeingefährlich ist vor dem Herrn. Jetzt wisst ihr, was ich meine. Die Typen sind einfach grenzdebil gefährlich. So. Aber hey, die paar tausend Runen, selbst die sind es nicht wert. Nehmen wir jetzt trotzdem mal mit. Und außerdem möchte ich es euch einfach mal zeigen. Schaut mal, selbst die Wölfe sind brutal im Schadensoutput. Und ich trage eine echt ordentliche Rüstung. Aber außerdem hier Steinschwertschlüssel. Ist jetzt zu diesem Zeitpunkt hat man echt genug. Man kann auch bei den meisten Händlern welche kaufen. Es gibt sowieso weit mehr Steinschwertschlüssel, als es Türen dafür gibt. Insofern keine Belohnung. So wirklich, wie ich finde. Auch hier unten keine Kiste, nichts, was sonst noch so rumschimmert. Das war's. Dafür, was das für eine Gefahr hier ist, geht besser. Nun aber zurück. Und jetzt können wir tatsächlich rasten, denn in den Bereich des Gebiets kommen wir jetzt nicht mehr zurück. Und dann kann ich auch getrost wieder auf Tag schalten. So, Zeit vertreiben bis zum Morgen. Hier im Gebetsraum wartet ein Geist. O große Sonne, kalte Sonne Sols, ergib dich der Finsternis. Schenke den seelenlosen Knochen Leben. Die Schotel der Eclipse, eine legendäre Waffe.
So, hier geht's weiter zum Boss, da wollen wir noch nicht hin. Wir biegen ab zu einem weiteren optionalen Bereich, der wieder mal brandgefährlich ist. Vor allen Dingen deswegen, Zauberer können hier auch, oder auch Fernkämpfer können hier die Burschen gut von den Plattformen holen, damit sie euch nicht von der, aus der Entfernung platt machen. Ich bewege mich jetzt einfach mal schnell von A nach B. Na, was ist mit dir? Ja. So, da gehen wir runter. Oh, ich werde euch mal ganz kurz was zeigen. Teasern, anteasern schon mal. Das ist der schlimmste von allen. Das ist wieder so ein Elite-Geistersoldat. Ähnlich wie seine Kollegen da drüben. Nur der hat zwei Großschwerter, die er sehr gut einzusetzen vermag. Und der könnte mir jetzt tatsächlich auch so ein bisschen Ärger bereiten. Das hat er immer getan, wird er immer tun. Dieser Typ ist fern von Gut und Böse. Aber erstmal hier in diesem Raum voller Ratten. Vorsicht, das sind wirklich ganz viele hier unten. Und durch die Säulen kann man gelegentlich mal an allem hängen bleiben. Ah, Triple Kill. Goldene Rune 1. Juhu. Schmiedestein 7. Und hier hinten noch ein Runenbogen. Das ist wirklich wertvoll. Jetzt könntet ihr tatsächlich über den Innenhof wieder zurück nach oben durch die Gebäude in die Kapelle. Aber wir wissen ja, wir haben resettet, sind wieder voller Gegner hier. Deswegen ist es, glaube ich, sinnvoller, einfach direkt in die Kirche der Finsternis zu teleportieren und von dort aus weiterzumachen. Ich mache wieder die Lampe an. Wieder den üblichen Weg durch den Gebetsraum, durch die Kapelle. Hier rechts. Wieder die Leiter hoch. Und langsam aber sicher zu meiner Nemesis hier in Schloss Sol. Er hat einen gigantischen Schadensoutput, er kann extrem viel einstecken, kann sich teleportieren, die Windzauber und, falls ihr diese endlose Wirbelattacke des Hellebarden-Kollegen da drüben schon fies fandet, dann wartet darauf, was der Bursche drauf hat. Zumal hier weitaus weniger Platz ist, um gegen ihn zu kämpfen, als gegen seinen Hellebarden-Bruder. Vor allen Dingen hier im engen Bereich würde ich es euch nicht empfehlen. Also versucht an ihm vorbeizukommen und zu kämpfen, wo ein bisschen mehr Platz ist. Ihr seht, der Typ, der hört nicht auf. Ihr seht, wie schnell das geht. Es ist unglaublich, was der Typ drauf hat. Für dieses Item übrigens bin ich jetzt gestorben. Aber das holen wir uns noch. Ich habe tatsächlich noch nicht so wirklich ein Mittel gefunden bei ihm. Der kann einen so schnell zerlegen, weil seine Kombos gefühlt endlos sind. Das frisst Ausdauer. Ich habe es schon mit halt, da geht's noch nicht weiter. Mit Paraden probiert und dergleichen. Also das ist Wahnsinn. Weil er einem einfach keine Zeit lässt. Und diese Windzauber halt nicht nur eben, wie erwähnt, eure Haltung durchbrechen, sondern auch Schaden verursachen. Und zwar echt nicht schlecht. Was wir jetzt machen, ist tatsächlich das Item holen, für das wir überhaupt da runtergehen. Und dann gucken wir nochmal, ob wir gegen ihn kämpfen. Ich heile mich jetzt auch tatsächlich nochmal. Das kleine bisschen kann über Leben und Tod entscheiden. Wir holen die Runen. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn einfach. Der Typ lässt einem keine Chance. So, Himmelbernstein-Medaillon 1. Geholt, als Opfer den Tod gebracht. Ich gucke ihm nochmal in die finsteren roten Augen. Ja, ja. Die 41.000 Runen kann er behalten, wenn er mag. Das ist ein halber Level-Up. Darüber vergieße ich nicht eine Träne. Er soll leben. Ich soll leben.
Wir machen weiter. So, der letzte gemeine Raum hier. Sieht harmlos aus, aber hier hängen diese Dinger an der Decke, die Alarm schreien, so wie ihr euch auf sie aufmerksam macht. Und dann haben wir hier noch die Bloodborne-Krabbler, die ihr anlocken solltet, einzeln. Lasst sie anspringen und erledigt sie dann. Es sind derer drei da hinten, seid also vorsichtig. Den dritten können wir jetzt so erledigen. Und jetzt bist du dran. Am besten aus sicherer Entfernung. Einfach alles draufhauen, was ihr habt an Fernkampf. Weil wenn der Alarm schreit, dann kommen gleich drei, vier Geistersoldaten angerannt und anteleportiert und umkreisen euch sehr schnell, sehr gerne. Und das ist dann auch ganz schnell mal ein Tod, der nicht gewollt ist. Dasselbe bei dem Burschen hier. So, da ist das Nebeltor, der Boss, der Aufzug. Wir haben es fast geschafft. Wir aktivieren ihn. Jetzt können wir dann, sollten wir scheitern, bei Commander Nial, wie der Boss heißt, und es ist relativ wahrscheinlich, dass man das tut beim ersten Mal, könnt ihr dann von draußen, solltet tatsächlich nicht von der Kirche aus starten, sonst müsst ihr jedes Mal durch diesen Raum durch, sondern immer den langen Weg hier durch den Graben durch, vors Haupttor, würde ich euch eher empfehlen, um wieder hierher zurückzukommen. Ein paar Worte vorneweg, Commander Nial ist, wie gesagt, eine ziemlich heftige Hausnummer. Von seinem Design und dem, was er drauf hat, vergleiche ich ihn ein kleines bisschen mit dem namenlosen König aus Dark Souls 3. Ähnlich gefährlich, by the way. Das Problem noch dazu, er beschwört gleich zu Beginn des Kampfes zwei Schergen, Geistersoldaten, wie wir sie schon kennen, um den Kampf noch schwerer zu machen, als er ohnehin schon ist. Euer erstes Ziel sollte also sein, diese beiden Burschen zu erledigen, und es ist überhaupt keine Schande, hierfür eure Kriegsasche, eurer Wahl quasi zu nehmen, damit ihr den 3-gegen-1 Kampf ein bisschen ausgleichen könnt zu einem 3-gegen-2 Kampf. Legen wir los. Rein, sofort die Asche aktivieren. Er beschwört aktuell auch seine Kollegen. Und wie gesagt, das sollte euer erstes Ziel sein. Ignoriert Nial, versucht erstmal die beiden Platz zu machen, weil schaut mal, das ist nämlich auch so einer von denen, die wir gerade bekämpft haben. Er ist Gott sei Dank nicht so tanky, aber brandgefährlich. So, Nummer 1 ist platt. Nial beherrscht Windzauber, Nial beherrscht Blitzzauber. Insgesamt ein echt gefährlicher Typ. Und glücklicherweise hat meine Kriegsasche schon guten Dienst geleistet. Hier noch ein kleiner, aber feiner Trick, um euch zumindest den Beginn des Kampfes zu vereinfachen. Und zwar mit einem besonderen Item. Das hört auf den Namen Betörender Ast. Verbraucht FP, betört durchbohrte Gegner. Wo bekommt man das her? Zum einen könnt ihr das bei einem Händler kaufen. Und zwar bei einem bestimmten Händler im Seenland Lyonia in der Nähe der Kirche von Bellum. Und zwar hier von der Kirche von Bellum aus nach Norden an der Klippe entlang reiten, ein paar Meter unter einer Brücke haust dieser Händler. Dort könnt ihr die betörenden Äste kaufen. Alternativ könnt ihr die Dinger auch selber herstellen, wenn ihr das Rezeptbuch dazu bekommt. Das erhaltet ihr von Sir Gideon in der Tafelrundfeste, allerdings erst dann, wenn ihr ihm die Karte von Morgwins Palast bringt. Und zu diesem Zeitpunkt des Spiels könnt ihr Morgwins Palast nur erreichen, wenn ihr die Questlinie der Weißen Maske Varé erledigt habt. Aber da ist dann durchaus, wie ich finde, einfacher, ein bisschen Runen in die Hand zu nehmen, um ein paar betörende Äste bei dem besagten Händler zu kaufen. Auf die Quickslot-Leiste legen und den Kampf betreten. Ihr müsst relativ nah ran an die zu betörenden Gegner. Das heißt, beeilt euch, markiert ihn und zack, jetzt kämpft er, solange er lebt, an eurer Seite. Ihr könnt wieder Abstand gewinnen. Solange er lebt, ja. Das ging schnell. Aber das gibt euch durchaus die Zeit, im Grunde eure Asche zu beschwören, die ihr vielleicht braucht. Und zum Zweiten ist jetzt halt auch schon mal ein Gegner hinüber. Und wenn ihr wollt, könnt ihr den Zweiten jetzt auch noch betören. So. Jetzt sind es 3 gegen 1. Und das macht den Kampf natürlich etwas entspannter.
Jetzt beginnt er mit der zweiten Phase, kann Blitzzauber beherrschen und solche Sprünge im letzten Moment in seine Richtung rollen und dann wieder auf Abstand gehen. Nutzt jede kurze Chance zu heilen und Abstände zu gewinnen, denn der Bursche ist reichweitenstark und sehr schnell. Außerdem tauscht er seine Agro, wie ich meine Unterhosen. Jetzt wisst ihr, warum ich meinte, so ein bisschen namenloser König. Durch den Sturm, die Blitze, die Waffe, die er benutzt. So, die Asche hat er erledigt, jetzt sind wir dran. Jetzt springt er, Achtung. Fällt dadurch in seinen Rücken und dann wieder auf Abstand. Immer schön auf Abstand gehen und seine Sprungattacke provozieren. Lasst euch hier von ihm nicht täuschen oder ins Boxhorn jagen. Seid auch hier geduldig, gewinnt Abstand und schaut, was er macht. Wenn er wirklich jetzt hier auf Spaziergang Lust ist, dann müsst ihr halt warten. Das ist echt das Sicherste. Wenn ihr in die Offensive gehen wollt, dann bleibt in seiner Nähe und provoziert einen Angriff. Au. Au. Aber es, ihr seht, Spaß machen tut das nicht. Immer diese Nadelstichattacken sind das Beste. Abstand gewinnen, Ausdauer regenerieren. Ja, Fall um. Wir bekommen seine Veteranenprothese. Wir bekommen 90.000 Runen. Eine super Belohnung. Und einen Ort der Gnade. Und ebne damit den Weg zu dem Item, das wir haben wollen, um zum Harligbaum zu kommen. Dafür hier die Treppe rauf. Durch das Tor. Den Aufzug benutzen. Durchatmen. Ob dieses heftigen Kampfes. Keine Gegner hier, keine Sorge. Und hier oben, neben diesem Geist, den wir noch kurz interviewen. Fürst Mikela, vergib mir. Die Sonne wurde noch nicht verschluckt. Unsere Gebete reichten nicht aus. Euer Kamerad bleibt seelenlos. Jetzt werde ich ihn nie sehen. Euren göttlichen Harligbaum. Wir schon. Geheimes Harligbaum-Medaillon links. Jetzt haben wir beide. Trägt man das aus beiden Hälften zusammengefügte Medaillon, kann damit der große Aufzug von Rold aktiviert werden, der Zugang zu einem verborgenen Pfad gewährt. Mit anderen Worten, dieses geheime Medaillon führt seinen Träger in das Land von Mikelas Harligbaum. Um es genauer zu erklären, wir sind ja mit dem Aufzug von Rold, der hier ist, aus der Hauptstadt auf den Berggipfel der Riesen gelangt. Wir können jetzt mit dem neuen Medaillon den Aufzug in eine andere Richtung lenken, und dieses Gebiet hier erkunden, das Schneefeld. Es gibt hier auch eine Karte, das ist hier schon eingeblendet. Und dort oben gibt es ein kleines Geisterdorf, das den Teleport enthält, um zum Harligbaum zu gelangen, der hier oben am nördlichen Ende der Spielwelt ist. All das werden wir in den nächsten Episoden machen. Es gibt auch noch den Bereich hier zu erledigen, das ist die große Schmiede. Dort gibt es einen Storyboss, den Feuerriesen, auch das machen wir in einer der nächsten Ausgaben. Aber was wir auch noch nicht vergessen dürfen, es gibt hier noch ein Grabmal. Ihr erinnert euch, Grabmäler mit den Streitwagen, mit Lava und allen möglichen coolen Rätseln, das ist hier. Auch das wird es in einem der nächsten Videos geben. Das war's mit dieser Episode des Einsteigerguides von Elden Ring. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg beim Nachspielen. Und nicht vergessen, wenn ihr den Kanal abonniert, verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Bis zum nächsten Mal. Bye bye und macht's gut.